Hallo und herzlich willkommen zu Impossible Creatures. Heute habe ich ein PvP-Gameplay für euch. Unser Gegner heißt Pavel. Und das ist eins meiner ersten PvP-Spiele. Das vierte, um genau zu sein, glaube ich. Und ihr seht, ich verkacke es schon. Aber halb so wild. Wir erstellen erst wieder ganz viele Gehilfen am Labor. Schicken die zur Kohle. Die schon da sind, sollen auch direkt Kohle sammeln. Wenn sie zum ersten Mal zurückkommen und Kohle abliefern, schicken wir den ersten Gehilfen zum Stromturm bauen. Den seht ihr hier rechts neben dem Labor schon fleißig werkeln und jetzt ist er fertig. Und ihr seht, ich habe mit Shift-Rechtsklick ihm direkt befohlen, wenn er fertig ist mit Bauen, soll er wieder zurück. Unser Ziel ist hier wieder, zwei Gehilfen pro Kohlehaufen zu haben, also 10. Und wenn wir 10 haben, dann schicken wir die Gehilfen, die rauskommen, alle zum Turm bauen. Dann kommt jetzt der zweite Stromturm und die Gehilfen, die jetzt erscheinen, sollen auch direkt den Stromturm mitbauen. Und da bauen wir jetzt quasi einen nach dem anderen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit aber den nächsten schon mal rausgeschickt. Soll ein bisschen erkunden und die Mitte für uns sichern. So kann man seine Build-Order natürlich immer je nach Situation anpassen. Ich denke, hier ist es ganz gut, den Geysir in der Mitte sich schon mal zu schnappen. Oder einen der Geysire. Hier stehen jetzt meine Leute untätig rum. Das ist natürlich suboptimal. Aber wir sind auf dem Weg zu Level 2. In der Zwischenzeit haben wir noch einen Stromturm gebaut. Und die anderen Leute kommen jetzt auch dorthin, die Gehilfen, um den Generator zu bauen. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen, noch den vierten Stromturm zu platzieren vorher. Aber naja. Wir bauen jetzt direkt einen Terra-Tank, um Kreaturen zu erschaffen. Die Platzierung ist fragwürdig, würde ich mal sagen. Wenn wir jetzt hier Kreaturen erschaffen, dann sind es nur Landkreaturen. Das heißt, die können nicht zu unserem Lager zurück oder würden sehr lange brauchen. Und sie können eigentlich auch nicht zum Gegner, sie können nur hier in der Mitte verteidigen und dann vorstoßen. Also hier unten in der Mitte, beziehungsweise unten links verteidigen und dann in die Mitte vorstoßen. Das war auch mein Plan, aber hätte der Gegner jetzt schon angegriffen oder so, dann hätte ich noch einen zweiten bauen müssen und Kohle verschwenden. Und die Kreaturen da drüben hätten mir gar nichts gebracht. War ein bisschen High Risk, den dort drüben zu bauen. Hätten wir jetzt einen Aquatank hier in dem Wasser zum Beispiel platziert, zwischen der Basis und dem Außenposten, wo gerade die Gehilfen lang schwimmen, wäre es vielleicht sinnvoller gewesen. Aber wir haben auf Level 2, glaube ich, noch keine amphibische Einheit. Bin mir gerade nicht sicher. Eine vielleicht. Deshalb weiß ich nicht, wie sinnvoll das wäre. Okay, jetzt kommt der Aquatank. Und hier kann man am Lager kann man auch Strom und Kohle gegeneinander tauschen. Das ist sehr nützlich, weil wir hier auf einen sehr stromintensiven Build auch gegangen sind und öfter mal keine Gehilfen produziert haben. Das heißt, wir kriegen noch nicht so viel Kohle. Hier rücken wir jetzt vor mit unseren Panther-Wildschwein-Gemischen. Das sind ganz gute Kreaturen, die sind flott, die haben Herdenbildung. Also mehr Verteidigung, sieht man ja mit dem Schild um sie herum. Die halten da jetzt erstmal die Stellung. Könnte man vielleicht auch besser nutzen, aktiver nutzen, Schaden machen. Aber erstmal schicken wir da jetzt noch ein paar Gehilfen zum Kohle sammeln. Da seht ihr sie schwimmen. Unsere Kreaturen treffen jetzt gerade, wie man auf der Map sieht, auf Feinde. Da haben wir nur 2. Auch eine sehr gute Stufe 2 Kreatur, Löwe mit Zebrakopf. Aber es waren nur 2, das heißt, wir konnten die easy wegmachen. Und kommen da jetzt schon zum zur feindlichen Basis. Ich lasse aber meine Kreaturen jetzt völlig außer Acht. Viel zu lange hier an der Wirtschaft rumwerkeln. Ich hätte zwischendurch immer mal wieder dorthin schauen müssen. Ihr seht schon auf der Karte, meine roten Punkte werden immer weniger und ja, ich komme zurück und es sind noch 2 übrig und eine Riesenmasse an Gegnern. Und jetzt habe ich natürlich Angst, dass mein Spot hier in der Mitte
angegriffen wird. Gleichzeitig plane ich aber auch einen Wasserangriff mit unseren ersten Stufe 3 Kreaturen. Ich bin nämlich in der Zwischenzeit Stufe 3 gegangen. Das habe ich wohl verpasst. Ja, hier kommen die nächsten. Das sind Widder mit Riesenkrake, glaube ich. Giant Squid. Riesentintenfisch. Und ja, die haben eigentlich vom Tintenfisch nur den Schwanz hinten, damit sie schwimmen können einerseits und halt für die enorme Größe vom Tintenfisch und stärkere Werte. Ich habe immer noch keinen vierten Stromturm gebaut, glaube ich. Dafür kommen jetzt einige Verteidigungstürme, auch hier am Außenposten. Immer so ein bisschen zwischen den Gebäuden, dann können die Kreaturen im Nahkampf die nicht so gut angreifen, beziehungsweise gar nicht. Und jetzt gehe ich zur gegnerischen Basis rein. Und der hat auch gar keine Verteidigung zu Hause. Hat, glaube ich, nicht so damit gerechnet, dass ich jetzt mit Wasser angreife. Über Wasser. Und jetzt bin ich hier bei ihm voll in den Main-Gehilfen drin und mache richtig Schaden. Gleichzeitig vernachlässige ich es aber auch ein bisschen, eine Verteidigung bei mir selbst aufzubauen. Mit den Gehilfen hier oben habe ich gemerkt, oh, die habe ich in der Mitte abgezogen, weil ich dachte, da kommen jetzt gleich die Kreaturen vom Gegner. Aber dann bin ich da oben einem feindlichen Stützpunkt begegnet. Eigentlich müsste ich jetzt direkt mit den Gehilfen, die schon da oben sind, einen Terra-Tank dahin zimmern und ein paar Kreaturen da hochschicken. Nur ein paar, die gut Schaden machen, um abzulenken und die Gehilfen vom Kohlesammeln abzuhalten. Stattdessen stehen sie jetzt da rum. Und ich baue noch ein neues Lager. Okay. Wir greifen die feindliche Basis an, aber er hat die Abwehr aktiviert. Das heißt, er bekommt jetzt gerade keinen Schaden, aber kostet recht viel. Aber dadurch gewinnt er natürlich Zeit und plötzlich tauchen hier feindliche Kreaturen auf. Von der Eule haben die Schneeeule haben die Tarnung. Das heißt, ich sehe sie jetzt erst, wenn sie angreifen. Vorher sind sie unsichtbar und deshalb sind die auch aus dem Nichts einfach aufgetaucht. Das wäre jetzt der Punkt, wo ich eigentlich mit meinen Einheiten von der gegnerischen Basis zurückkommen sollte. Zum Verteidigen. Schaden habe ich dort ja angerichtet. Das Labor kriege ich jetzt eh nicht kaputt. Und eine Einheit hatte ich schon vorausgeschickt zum Scouten, aber ich habe es trotzdem zu spät gemerkt. Weil ich deutlich aufmerksamer sein muss, was auf der Map abgeht. Aber auch hier, er greift uns nicht mehr an. Er hat unseren Generator zerstört und ist wieder abgehauen. Und wir haben jetzt eine kleine Verteidigung am Start. Aber mittlerweile bin ich auch nicht mehr so zufrieden mit den Ramböcken. Mit den Widder-Kreaturen. Widder-Riesen-Tintenfisch. Okay. Unsere Gehilfen müssen vor dieser einen Kreatur abhauen. Das ist natürlich super optimal, dass er uns mit dieser einen Kreatur da oben Schachmatt setzt. Also nicht Schachmatt setzt, aber eben die Gehilfen vom Arbeiten abhält. Aber wir sind mittlerweile Stufe 4 und können jetzt die ersten Stufe 4 Kreaturen raushauen. Giraffe und Skorpion gemischt. Giraffe immer eine sehr gute Basis für eine gute Größe. Größe ist auch immer sehr wichtig. Gute Leben, gute Geschwindigkeit und so weiter. Hummer einfach klasse wegen den Scheren. Dadurch bekommt er die Fähigkeit Barriere zerstören. Also sehr gut, um Gebäude zu zerstören. Aber macht auch gut Schaden im also gegen normale Einheiten. Und vor allem hat er Regeneration. Baut also ständig Leben wieder auf. Heilt sich selbst. Kann sehr gut sein, vor allem bei schnellen Kreaturen, die sich schnell mal wieder zurückziehen können und dann wieder vorstoßen, wieder zurückziehen und heilen und so weiter. Ich schicke die jetzt aber direkt in die gegnerische Basis und das war nicht sehr schlau. Ich hätte erst eine viel größere Masse aufstellen müssen. Ich schicke die einfach rein, gucke überhaupt nicht, was passiert, die sterben alle. Und ich wusste ja eigentlich, dass er da eine Masse an Kreaturen hat, das war nicht sehr klug. Also merken, beim nächsten Mal erstmal eine größere Masse aufbauen. Oder mit der kleinen Masse vielleicht Außenposten angreifen und mobil bleiben.
Oder jetzt hier hätte ich sie gebrauchen können, um zu verteidigen. Jetzt habe ich aber nur ein paar. Merke, okay, ich bin zu wenig, um anzugreifen, aber er zieht sich ein bisschen zurück. Jetzt gehe ich aber trotzdem rein. Das wird nicht genug sein, glaube ich. Ja, aber ganz viele Kreaturen stehen bei mir untätig rum. Die könnten alle kämpfen. Ich sehe sie wahrscheinlich selbst kaum, weil die Tarnung aktiviert ist. Und jetzt komme ich endlich mal drauf, Artillerieeinheiten zu bauen. Die sind nämlich stark gegen die Fernkämpfer. Und ich glaube, ich habe mich sogar bewusst dazu entschieden, mit denen nicht anzugreifen und die erstmal zu sammeln und die alten Kreaturen quasi zur Ablenkung zu nutzen und mir so Zeit zu gewinnen, um hier Bombenkäfer und Fernkämpfer aufzubauen. Die machen jetzt schon nochmal einen guten Job bei der Verteidigung. Ich hätte nur ein bisschen früher anfangen müssen und mehr bauen. Und ich bräuchte halt noch ein paar Nahkämpfer vorne dran am besten. Weil jetzt seht ihr, jetzt kommen direkt die Nahkämpfer rein. Und die behindern extrem die Artillerieeinheiten. Einfach weil die dann... die Artillerie verwundet ja auch eigene Einheiten. Und wenn dann halt die Nahkämpfer rankommen und die werden abgeschossen, kriegen auch die eigenen Einheiten Schaden. Und unsere zweite Basis, unser Außenposten, wird auch geplündert. So, langsam merke ich, okay, wir bauen nirgendwo mehr Kohle ab. Der Gegner ist wahrscheinlich überall. Bekommt immer mehr Kohle und Strom. Wir bekommen eigentlich nichts mehr, außer hier die paar, die in der Basis sammeln. Ich versuche nochmal ein letztes Aufbäumen, eine letzte Verteidigung. Die Bombenkäfer, die machen das auch sehr gut. Das sind, ich glaube, Bombardierkäfer und Elch, wenn ich mich nicht täusche. Ja, doch, ja. Elch auch sehr gute Größe, gute Werte. Nicht allzu langsam, auch nicht gerade schnell, aber für die Größe ist es gut. Und der Bombardierkäfer, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, in Englisch heißt er Bombardier Beetle. Der hat eben die größte Reichweite, glaube ich, für Artillerie oder generell für Fernkampf. Und macht eben so eine Gift-Artillerie. Bin mir gerade nicht sicher, ob die feindlichen Einheiten immun sind. Ich glaube nicht. Das wäre natürlich super optimal. Aber jetzt seht ihr, er verwickelt alle in den Nahkampf. Und das ist für mich natürlich gar nicht gut. Ich merke das jetzt auch langsam und versuche, ihn ein bisschen auf Distanz zu bringen. Das funktioniert nicht wirklich. Ja, und ich habe jetzt noch hier 5, 6 Käfer. 5. Jetzt wieder 6. Aber ja, da ist nicht mehr viel zu holen. Und da call ich das GG. Also da habe ich ganz schön auf den Sack bekommen. Aber ich bin echt froh, das Spiel mal online zu spielen. Mega cool. Ich bin da neulich auf einen Kanal gestoßen, wo die eine richtige Weltmeisterschaft, richtige Turniere veranstalten. Und ich habe dann tatsächlich nach dem Spiel hier nochmal auf den Kanal geschaut und habe gesehen, dass Pavel da teilweise sich mit den Top-Pro-Spielern gebattelt hat. Zum Online-Spielen braucht man übrigens die Tellurian-Mod. Kann man einfach im Steam-Workshop runterladen. Nett, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Bis zum nächsten Mal.